Alkohol. Grönemeyers Lied mag ich ja total, aber ansonsten ist Alkohol so gar nicht mein Thema. Auf dem Basteltisch dann aber doch, sei es um Stempel tiefengründlich zu reinigen oder für Koloration oder eben zum Experimentieren. Und bei genau diesem Experimentieren kannst du mir heute über die Schulter schauen. Stempeltechniken, Hintergründe gestalten, Farbspiele, die Alkoholtechnik mit dem Blends. Also bleib dran und sei gespannt. Hallo und herzlich willkommen in meiner Kreativwerkstatt. Schön, dass du dabei bist. Ich bin unabhängige Stampin'-Up-Demonstratorin. Und auf meinem Kanal erwarten dich viele kreative Ideen und Anleitungen. Dir gefallen meine Projekte? Gib mir gern immer einen Daumen hoch, das freut mich total. Und abonniere doch gleich meinen Kanal. Klicke auf die Glocke neben dem Abo-Button. Das kostet dich nichts, aber du verpasst keine meiner weiteren Videos. Jo, letztens habe ich ja diese Lesezeichenkarte gezeigt mit diesem tollen Hintergrund aus dem Designerpapier Tintenkunst. Und dabei habe ich schon gedacht, das kann man ja wohl auch selber machen. Es gibt ja einige tolle Hintergrundtechniken und das Netz bietet immer Möglichkeiten und Anregungen und Ideen. Und die Stampin' Blends, die Alkoholmarker von Stampin' Up, sind ja schon mal eine gute Grundlage zum Kolorieren, aber man kann eben auch damit solche Hintergründe gestalten. Du brauchst dafür noch, ganz besonders wichtig, Isopropanol. Das ist Alkohol und zwar in dem Fall 99,9%igen. Und den solltest du auch nehmen und den solltest du ganz besonders gut behutsam verwenden. Also das ist gefährlich. Ich sag mal so, groß steht dran, rot, gefährlich. Nicht in Kinderhände selber, nicht zu sehr mit der Haut in Berührung bringen. Ich habe es jetzt probiert, ich komme ohne Handschuh zurecht, weil mit Handschuh mag ich nicht. Aber ansonsten einfach schauen, dass man die Hände nicht drin badet und danach gut waschen und schon gar nicht in die Augen wischen. Das könnte alles sehr gefährlich sein. Jo, im Team von der Hobby-Kompanie, wo ich auch dazu gehöre, haben wir letztens eine Challenge gehabt, die hieß Farbspiele. Und dabei habe ich dann mal gespielt mit Farben. Und ich dachte, das zeige ich dir auch und du kannst genauso mitspielen. Jo, die gleichen Lesezeichenkarten, die ich hier mit dem Designerpapier von Stampin' Up gemacht habe, habe ich dann nochmal mit selbstgestaltetem Papier gemacht und wie ich das mache, das Papier, das zeige ich dir jetzt. Und ich habe mir überlegt, ich werde da gleich mal so ein bisschen rumexperimentieren. Hier sieht ja auch ganz cool aus, oder? Muss immer gucken, das zeige ich hoch, dann gucke ich rüber, ob das auch wirklich zu sehen ist und dann gucke ich wieder hoch. Aha, du siehst mich auch. Muss immer berücksichtigen. Hier ist noch eine Karte, das ist ein bisschen blasser gehalten. Ja, und ich lade dich einfach ein, zuzuschauen, mit zu experimentieren und danach auszuprobieren. Über den Alkohol haben wir geredet. Gefährlich, gefährlich, gefährlich. Blende ich jetzt nicht immer ein, aber du weißt das ja schon. Ich nehme eine Arbeitsunterlage, die ich gut abwischen kann. Ich habe mir verschiedene Ideen überlegt. Ich nehme Pergamentpapier, das gibt dieses von Stampin' Up. Heißt Farbkarton Pergament. Lässt sich super verarbeiten. Und wenn ich zum Beispiel diese Karte gestalten möchte, dann schneide ich mir aus einem A4-Blatt gleich drei Streifen in 9,9 cm Breite jeweils. Und dann habe ich das Element für den Hintergrund innen und für die Auflage hier vorne und auch noch einen kleinen Schnipsel übrig, den ich eventuell auf dem Lesezeichen verwenden kann. Das habe ich schon wieder verschleppt. Moment, hier ist es. Die Anleitung für die Karte findest du natürlich auch auf meinem Blog und die verlinke ich dir da oben, wo ich jetzt sitze gerade. Aber da kommt die hin. So. Fangen wir mal mit dem an. Ich lege mir jetzt mal ein kleines Stück in Kartengröße auf den Tisch, wo ich dann später noch was abschneiden kann. Dann nehme ich Washi-Tape. Habe ich immer viel übrig. Dran denken, wenn es zu lange liegt. Und klebt das nicht mehr richtig. Also ich klebe hier ganz vorsichtig die Kante links und rechts fest. Und ich weiß nicht, ob ich mal verschiedene Sachen probiere. Also gleich noch ein zweites Stück dazu. Mal schauen, das ist ein bisschen spontan, wie unterschiedlich das dann wird. Gut lüften. Ich sitze hier am offenen Fenster, deswegen habe ich mein Rollo gerade auch nicht unten. Ich hoffe, mein Licht ist trotzdem okay. So, zwei Flächen habe ich schon mal. Das hier heben wir uns auf, wenn wir das Ganze mit Farbkarton probieren, mit Grundweißen. Ja, das ist hier zum Beispiel ein Effekt komplett in Blau. Hier siehst du was mit Farbkarton in Grundweiß gestaltet. Ich habe auch noch den Seidenglanz-Farbkarton da und das ist Pergamentpapier.
Die Gestaltungsmöglichkeiten sind extrem vielfältig. Ich fange jetzt einfach mal an. Durch diese kräftigen Farben. Gib mir mal was vorne hin. Ich male damit hier so ein paar grüne Flächen drauf. Ich arbeite jetzt mit Lodengrün, Blutrot und Osterglocke. Mangogelb, wenn du noch hast, wäre ja auch eine Variante. So, und zwar helle und dunkle. Auch mal ruhig so ein paar dunkle Kanten daran. Was dann passiert, sehen wir am Ende. Ich könnte das eigentlich gleich auf beide Flächen malen und dann machen wir unterschiedliche Effekte. Genau. So, wichtig ist durchaus bei den Blends, wenn die noch feucht sind, wenn du aufträgst, dass du nicht ineinander zu sehr malst, dass die Farben sich nicht an der Pinselspitze vermischen. Wenn die machen, Tatsache. Durch den Alkohol in den Stiften liegt die Farbe ja oben drauf und durch das Pergamentpapier noch einmal mehr. Jo, schauen wir mal, was das jetzt gibt hier. Ich mache meine Osterglocke. Das mal fleißig viel Osterglocke abgemalt. Du siehst, ich male ineinander und du siehst, es verläuft schon aus dem Stand. Das ist ja der Effekt, den wir auf dem Papier uns dann auch zunutze machen. So, jetzt haben wir verschiedene Möglichkeiten, wie die Aktion weitergeht. Ich habe verwendet, zum einen habe ich hier den Wassertankpinsel, den habe ich mit Alkohol gefüllt. Ich habe die auch mit Wasser gefüllt und damit ich die Sache nicht durcheinander bringe, habe ich hier den Stempelspritzer auch, das habe ich mir beschriftet. Beim Wasser ist gerade Schrift ab. Den Stempelspritzer, richtig so schön, habe ich mit Alkohol gefüllt, auch beschriftet. Verwende ich. Außerdem habe ich hier noch so eine Pipette gefunden aus meiner Seidenmalereizeit und ein Trinkstäbchen. Kann man alles ausprobieren, gibt unterschiedliche Effekte. Ich fange jetzt mal an mit dem Alkohol. Einfach hier mit dem Wassertankpinsel die Farben ein wenig zu vermalen. Mache ich so ein bisschen dezent. Ich fange mal ruhig bei hell an und gehe ins Dunklere. So, und du siehst, es verläuft wunderprima. Perfekt prächtig. So, und dann entstehen schon diese Kanten. Und da hast du ja nun Möglichkeiten ohne Ende. Es ist immer so ganz nett, wenn man zwischendurch sich merkt, was man tut und vielleicht ein Foto macht. Fürs nächste Mal. Aber wie gesagt, da bist du ja nur selber frank und frei. Das Ausprobieren. Du siehst schon, ist ein echt extrem cooler Effekt. Jo, also hier oben bin ich am Wassertankpinsel. Das Witzige ist, die Farben kann man immer wieder anschlemmen, sage ich mal, dadurch, dass man sie wieder neu feucht macht. Hier unten nehme ich nur den Spritzer und hau den mal hier so locker drauf, dass überall alles nass ist. Und jetzt könnte ich mein Blatt auch bewegen. Könnte ich machen, zum Beispiel so nach oben. Dann fängt das an, siehst du es zu laufen? Natürlich auch cool, ne? Und dann wieder in die andere Richtung läuft es zurück. Das kannst du alles ausprobieren. Da gibt es so eine witzigen Farbverläufe ineinander. Und jetzt nehme ich mal hier mein Trinkstäbchen. Setze ich mal hier mit an. Man muss mal gucken, an welcher Stelle man aufhört. Du kennst ja die Farbenlehre. Was dann zu viel vermischt, dann haben wir immer dieses wunderschön hässliche Braun. Ja, aber du siehst, es verläuft super. Dann könnte man es kurz antrocknen. Jetzt kannst du den Föhn dazu nehmen. Das geht ganz schnell mit dem Föhn. Mache ich auch mal. Du siehst, mit dem Föhn erreiche ich nochmal ganz neue Effekte. Weil ich kann da auch Stellen praktisch wieder voll föhnen. Wenn du siehst, es ist zu viel drauf, wie hier unten, kannst du notfalls natürlich auch was abtragen oder du lässt es eben einfach trocknen. Ja. So, das war die Sache. Du kannst dann natürlich auch nochmal mit dem Alkohol von diesem hier mit Spritzern hier reingehen. Du siehst, dann kriegst du wieder neue Farbverläufe. Und so habe ich das vor allem bei diesem hier gemacht, dass ich dann zum Schluss in das vorgekleckste nochmal, das gemalte nochmal bunt reingekleckst. Jo, was du auch machen könntest, ich mache das jetzt mal, damit du es siehst. Du kannst natürlich Farbe abnehmen. Da drüben, wo das so dick verlaufen ist, gehe ich wirklich einmal drauf und nehme das ab. Und dann kannst du beim Abnehmen nochmal neue Effekte herstellen.
Kannst natürlich auch sagen, das ist Schrott, das brauche ich so nicht. Wenn die Kanten noch feucht sind, kannst du zum Beispiel mit Embossingpulver reingehen. So, die bunte Farbvermischung da drüben am Rand habe ich abgenommen. Siehst du ja hier oben, das lasse ich so trocknen. Dieses ziehe ich jetzt vorsichtig ab. Und du siehst, hier habe ich schon einen recht witzigen Hintergrund. Der Effekt hier oben gefällt mir besser. Das ist das mit den Getropften, wo du auch in unterschiedlichen Größen Tropfen setzen kannst, die unterschiedlich verlaufen. Du kannst natürlich die Farbverläufe auch ändern. Ja, das hier oben lassen wir noch einen Moment trocknen und währenddessen zeige ich dir noch eine Variante, die auch noch geht. Und zwar habe ich hier so eine Pappe von einer Karte übrig. Warum glaube ich, die Pappen von Erinnerungen und mehr drin. Da ist noch eine Pappe drin und das lege ich jetzt mir einfach so als Grundlage auf den Arbeitstisch. Ich mache mal hier so, dass da Luft rausgeht. So. Und jetzt machen wir Folgendes. Wir malen da direkt drauf. Wieder ähnlich wie eben. Kann aber auch mal ganz anderes Muster sein. Gibt ja unterschiedliche Effekte. Dran denken, die Farben vermischen sich und den eben auch an der Spitze der Stifte. Also schön nebeneinander setzen. Quietscht so schön. So, ruhig die Fläche komplett voll. Jetzt noch ein bisschen Osterglocke. Überall dazwischen. Jo. Und jetzt arbeiten wir, wie hier siehst du, es wird jetzt langsam trocken. Ziehen wir schon mal ab. Schneide ich dann noch zu. Man könnte da, wie gesagt, noch ein bisschen Gold reintropfen, wenn man das mag. Kann man aber auch lassen. Man kann es auch nachträglich embossen oder mit eben so einem, hier mit so einem Spritzerstempel einfach Embossingpulver auftragen. Ging auch. Oder wenn man das mit dem Gold nicht mag, es einfach so verlaufen lassen. Hier siehst du, habe ich sehr viel gehoben, kippt. So, wir haben das jetzt so. Das Papier muss ich hier oben mal abfummeln, sonst habe ich ein Problem. Hingucken. So, da ist es. Hier siehst du die mit noch weniger Spritzern und hier unten mit der Folie, da können wir jetzt eben auch auf unseren Farbkarton direkt arbeiten. Und zwar gehe ich hier mal auf die Spritzernummer und drücke hier mal ein bisschen auf meinen Wassertankpinsel. Schaue, dass sich das miteinander vermischt. Das wäre immer wieder die Variante, dass man auch reinmalt. Kannst du machen. Versetzen geht auch, nur nicht zu sehr vermischen, wir wollen keinen Matsch haben. So, und du siehst, es läuft super. Manchmal ist es auch nett, wenn man weiße Stellen lässt. So, und ich nehme zuallererst mein Grundweiß. Setze ich da mal komplett drauf. Okay. Drückt das schön an. Manchmal kann man dadurch, dass man hier drückt und tupft, auch nochmal einen Effekt hinkriegen. Und nehme dann an einer Ecke meine Pinzette und hoffe, es passt. Siehst du, so verläuft es. Wenn da die weißen Flächen dir nicht gefallen, versuch es einfach. Drück nochmal drauf. Genau. Was nicht geht, wenn es schwer geht, ist, dass man hier drauf nochmal es anlösen kann und vermalen kann. Das kannst du aber machen, wenn du, sobald du mit Pergament wieder hier abhebst, ne? Wenn du es hier mit Pergament abnimmst, dann kannst du auf dieser Fläche, weil das nicht so saugfähig ist, kannst du dann wieder neue Effekte draufsetzen. Ja. Jetzt, wie gesagt, einmal mit dem Lappen drüber. Komplett sauber machen. Du siehst, wo kein Alkohol nochmal drüber war, kriege ich das jetzt auch nicht abgewischt. Macht aber nichts. Wir gehen mal noch eins und gehen mal auf Grundweiß. Quatsch, Grundweiß hat man. Sorry. Auf. Fällt mir gleich wieder ein. Seidenglanz. Da war doch noch was. Seidenglanz, falsche Spitze, geht immer schneller mit den dicken. Wir gehen dann mal noch ein bisschen mehr aufs Gelbe. So. Ja, Seidenglanz wollen wir nehmen, lege ich schon mal oben hin, weil ich erzähle ja viel und vergesse es dann wieder. Seidenglanz. Womit arbeiten wir jetzt? Jetzt verziehen wir hier mal so ein bisschen die Kanten mit dem Pinsel und erhalten garantiert wieder einen anderen Effekt.
Dann können wir noch mal drüber spritzen. Es gibt die kleinen Spritzpunkte, nur nicht zu viel. Man könnte es auch mal kurz anheben, dass irgendwas in irgendeine Richtung fließt. Und dann legen wir Seitenglanz auf und heben die Farbe mal ab. So, das ist immer der Vorführeffekt. Es kann nett aussehen, muss nicht nett aussehen. Ich sag mal, wir schauen mal noch, ob wir noch einen dritten Effekt hinkriegen, indem wir nochmal von diesem Häppchen hier, du könntest es auch direkt auf die Unterlage natürlich mal, dass wir da nochmal mit mehr Tropfen arbeiten. Mache ich mal eine Kreise. Und denken, hier sitzt die Farbe wirklich oben auf, nicht zu sehr miteinander verbinden. Ich habe euch die Stifte für die Spitzen nicht zu sehr verschmutzt, wobei die auch wieder sich abmalen. Ja, das ist ein einfaches Ding. So. Und jetzt. Ich mal, ob ich hier noch ein paar Tropfen raus essen kann. Und du siehst, es verläuft wunderbar. Es gibt so ein bisschen diese Eier. Geht auch mehr in einfarbigen, also mehr mit einer Farbfamilie und nicht mit den Kontrasten. So, und wenn ich dann das Gefühl habe, das passt, dann nehme ich wieder Papier und in dem Fall eben das Pergament. Stecke es hier drauf, ziehe alles ab. Wisst ihr, unten drunter das Alkohol? Der Alkohol? Ah, das ist nicht mein Thema im Moment. So, jetzt lassen wir das einen kurzen Moment antrocknen. Hier drüben könnten wir noch was draufsetzen. Machen wir auch. Weiße Stellen finde ich auch immer sehr nett. Und wenn du mit Pergament arbeitest und dann mit farbigem Karton, würde ich dir empfehlen, drunter unbedingt weiß zu setzen. Gibt einfach einen cooleren Effekt. So, legen wir das mal hin. Mach noch ein. Jo, lass mal wieder kurz antrocknen. Wir könnten noch mal kurz hier pusten. Es geht noch ein bisschen zu bewegen und wenn wir jetzt mit dem Spritzer noch mal drüber gehen, können wir auch noch mal Verlaufeffekte erzielen. So, jetzt gibt es noch mal einen richtig schönen Farbverlauf. Jo, was gefällt mir jetzt richtig gut? Also meine ersten gefallen mir richtig gut, da habe ich ein bisschen mehr Zeit gehabt, konnte das lange eintrocknen lassen. Finde ich aber auch nett. Denke ich, kann man einiges mitmachen. Und hier kann man, denke ich, auch weiter gut verwenden. War die Sache mit dem Abziehen von meiner Folie. Bei denen bin ich gar nicht glücklich. Da muss ich mal sehen, das sind vielleicht für einzelne Elemente später gut zu verwenden. Ja, dieses hier ist jetzt gut verlaufen. Wenn wir es dann nochmal praktisch kurz trocknen lassen. Und wenn es trocken genug ist, noch einmal hier wieder drauf tropfen, würden wir auch diese Effekte wieder erhalten. Und, schöne Sache, wenn es trocken ist, oh, nee, mach schön, kennst das ja schon, wenn es trocken ist, könntest du auch nochmal Farbe auftragen. Ja, also so ist es trocknet. Auch schon ein cooler Effekt. Könntest du aber auch nochmal Farbe auftragen. Das wäre kein Thema. Das machen wir jetzt einfach. Wenn es trocken ist. Wir wollen ja nicht eine ganze Masse Alkohol an meinen Stiften haben. Aber ein bisschen was setze ich jetzt hier einfach nochmal so ein paar Punkte hin. Und dann versuche ich direkt in die Punkte zu tropfen. Warum denn nicht? Also du siehst schon, das ist sowas von wegen. Da kann man lange mit rumspielen und experimentieren.
Hier ist wieder die Sache, leg es flach, also das Pergament durchaus ankleben, sonst verläuft es eben an. So, und du siehst, selbst die Stellen, wo ich jetzt nicht nochmal Farbe aufgetragen habe, lösen sich wieder an und geben neue Effekte. Oh, es entstehen sogar Herzen. Bedeutet, wenn du nicht anklebst, kannst du sogar Herzen machen. Jo, und du siehst, so verläuft das. Und wenn ich jetzt mehr spritzen würde, mache ich mal hier noch, entstehen genau wie da oben diese kleinen Punkte. Und so die Wasserblasen. Und auch hier gilt festkleben, da verläuft es eben so, wie du es. So bleiben die Kreise bestehen. Jetzt habe ich den richtigen. Die Kreise bleiben bestehen. So. Aber hat alles was? Und jetzt würde ich mal sagen, dann mal ran. Ach so, ein Tipp noch, kleine Empfehlung. Ihr könnt natürlich mit Alkohol, den man so käuflich erwirbt, um ihn zu trinken, das ausprobieren. Ihr werdet aber keinen Erfolg haben. Also die echten Effekte passieren wirklich mit diesem hochprozentigen Alkohol, der, wie gesagt, gefährlich, gefährlich, im Giftschrank zu stehen hat. Ja, nachher reiße jetzt hier gleich die Fenster alle auf, wasche dann alles ganz ordentlich und gründlich und freue mich über meine tollen Hintergründe, die ich irgendwie weiter verarbeite. Und du hast schon gemerkt, beim Experimentieren geht auch mal was daneben. Das ist aber nicht dramatisch, weil man kann es ja klein ausschneiden. Also, oder auch hier. Es gibt ja ganz spezielle eigene Effekte. Hier auch dieses Blasse. Finde ich, hat trotzdem einen coolen Effekt. Ja, man könnte es auch auseinanderschneiden, kleine Elemente verwenden. Also Techniken haben wir ja dann ohne Ende, was man mit Papier machen kann. Jo, fertig meine Idee für heute. Gibt da ganz viele andere Bilder und Anleitungen sicher noch im Internet. Ich habe es auch an vielen Stellen gesehen, deswegen wüsste ich gar nicht, wer hat es erfunden. Also Schweiz habe ich nicht gefunden. Okay, gut. Ich hoffe, dir hat mein Video gefallen. Dann gib mir gern einen Daumen hoch. Willst du meine Idee nachbasteln, speichere dir sie am besten in einer Playlist. Vielleicht nennst du sie ja Hintergrundstempeltechniken oder sowas. Hast du Fragen? Schreib mir einfach. Abonniere meinen Kanal, klicke auf die Glocke neben dem Abo-Button, dann verpasst du keines meiner weiteren Videos. Die verwendeten Materialien sind von der Firma Stampin' Up, bis auf den hochprozentigen, du weißt Bescheid. Du kannst die Materialien direkt bei mir bestellen. Nun wünsche ich dir kreative Zeiten. Bis zum nächsten Mal. Deine Angela von der Stempelfamilie.